Wir befinden uns hier ca. 100 km südlich von Orléans in Frankreich auf einem Windpark mit 7 Windkraftanlagen, wie ihr hinter mir seht. Eine einzige Windkraftanlage liefert Strom für ca. 1650 Haushalte. Wenn ich jetzt hier vorne laufe, befindet sich gerade eine Windkraftanlage vor mir. Sie misst vom Boden bis zu den Naben 119 Meter. Ein Rotorblatt ist 56 Meter lang, also insgesamt ist sie 175 Meter hoch. Wie sich so eine Windkraftanlage aber anfühlt, dem gehen wir jetzt auf den Grund.